Rund 10.000 Besucher kamen in diesem Jahr zu den Musiktagen nach Donaueschingen. Mittendrin eine Gruppe von Studenten der Zeppelin-Universität, die sich in mehreren Ensemblekonzerten einen Eindruck darüber verschafft, wie die neue Musik im Jahr 2012 klingt. Dahinter verbirgt sich keineswegs ein einheitlicher Stil, sondern eine Vielfalt von Kompositionsarten, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden. Neue Musik strebt danach, die Traditionen wie Harmonik, Melodik und Rhythmik zu brechen, auch um den veränderten Lebensbedingungen in der Moderne gerecht zu werden. Im Gespräch erklärt der Intendant des Festivals, Armin Köhler, dass in Donaueschingen eine Musik aufgeführt wird, die das gesamte vorstellbare Klangspektrum abdeckt. Eine Musik, die die Grenzen sucht. In diesem Jahr steht das Festival ganz im Zeichen der Veränderungen in unserer technisierten Welt. Es ist nicht mehr klar ablesbar, was ist analog, was ist digital, was ist Realität, was ist Virtualität. Ist die Maschine wirklich so etwas Körperfremdes oder hat auch Maschinelles etwas Körperliches? All solche Dualismen, die nie klar, die gegenwärtig in unserer technifizierten Welt nicht mehr klar trennbar sind, versuchen wir künstlerlich aufzugreifen und zu hinterfragen, was das für die Kunstproduktion bedeutet und dann für die Kunstwahrnehmung. Der Einfluss der Technik spiegelt sich auch darin wider, dass Musiksamples mit den experimentellen Klängen bekannter Instrumente zu etwas verwoben werden, was provozieren und schockieren kann. Der Student Matthias Herrmann meint, dass sich der Zuhörer darauf einlassen muss, anders hinzuhören. Man wird gezwungen, sehr gewöhnliche Geräusche, Klänge, Töne unter einem musikalisch-künstlerischen Zusammenhang zu verstehen, einzuordnen. Das junge israelische Ensemble Nickel zeigt, wie die unterschiedlichsten Geräuschquellen, seien es eine Nähmaschine, Töpfe, Nägel oder das Klaviergehäuse, eingesetzt werden, um Klangwelten zu erzeugen. Laut Armin Köhler hat gutes Komponieren immer etwas Suchendes und Forschendes. Aber Kunst geht immer dann noch einen Schritt weiter. Dann kommt nämlich die Ebene der Poesie. Jene Kompositionen sind dann die gelungenen Kompositionen, die wirklich tief forschen und zugleich ihre eigene Poesie gefunden haben. Doch wie bringt man diese Poesie auf das Notenblatt? Zwangsläufig fordert eine die Grenzen auslotende Musik nicht nur visionäre Komponisten, sondern auch Musiker, die aufzeigen, was möglich ist. So müssen sie zwangsläufig viel enger mit dem Komponisten zusammenarbeiten. Es kommt sehr viel auf Kooperation und Austausch an. Ein Stück ist noch lange nicht fertig, bevor es der Musiker gesehen hat. Dadurch, dass Grenzen ausgelotet werden, werden auch Fähigkeiten ausgelotet. Daher muss eine Abstimmung stattfinden zwischen was kann ein Musiker und was will ein Komponist. Am Ende des Tages ist für die Studenten deutlich geworden, dass neue Musik viel mehr ist als nur eine anstrengende Geräuschkulisse. Denn nur noch das Brechen der Tradition kann Überforderungen und Irritationen auslösen, wie es ein Poplied oder eine gute Sinfonie nicht mehr schaffen.